Einfach mal ein bisschen Urlaub von Corona machen. Diese verlockende Aussicht hat heute so viele Tagesausflügler in den Oberharz getrieben, dass die Beamten irgendwann die Zufahrten dicht machen mussten. Denn weder Polizei noch Rettungskräfte kamen mehr durch. Teilweise ist es wirklich schon chaotisch. Und aus diesem Grund müssen wir eben natürlich auch zusehen, dass wir das Möglichste tun, um auch die Leute eben vor sich selbst zu schützen, hätte ich beinahe gesagt. Ähnliche Bilder auch im Schwarzwald oder seit Tagen schon hier im Taunus. Der große Feldberg einmal mehr wegen zu viel Andrangs gesperrt. Viele Familien ließen sich den Schneespaß dennoch nicht verbieten. Auch auf halber Strecke kann man den Papa einseifen oder dem Schneemann ordentlich was auf die Ohren geben. Und auch in Garmisch will man sich von den gesperrten Pisten nicht die freien Tage vermiesen lassen. Wandern und Rodeln geht noch und dass wir irgendwo zwischen zweiter und dritter Welle hängen, nicht für jeden erkennbar. Es ist natürlich sehr, sehr viel los auf den Pisten bergauf. Also ich glaube, wenn es offen wäre, wäre es sinnvoller, weil dann könnte man das auch besser kontrollieren. Dass Kontrollen durchaus helfen können, zeigt sich in Oberwiesenthal im Erzgebirge. In den Tagen nach Weihnachten gab es hier über 100 Bußgelder wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. Die Folge: Wer an diesem Wochenende den Lift für seine Kleinen spielte, machte dies ziemlich alleine. Wenig los auch an den Küsten, hier half das Wetter. Wie hier in Dagebühl an der Nordsee, die Temperaturen so friesisch frisch, dass sich nur wenige Tagestouristen begeistern konnten für den speziellen Charme eines windigen Nordseespaziergangs.